Hier, am Eingang kurz vor Oberertal, direkt neben dem Fahrradweg, der tagtäglich von vielen Radfahrern befahren wird, befindet sich direkt an der Strecke dieser schöne kleine Bildstock. Einer von tausenden von Darstellungen der Gottesmutter Maria hier bei uns im Franken, das immer gerne auch als Marienland bezeichnet wird. So wie diese Marienfigur hier am Fahrradweg kurz vor Oberertal gibt es unzählige Darstellungen der Gottesmutter Maria überall bei uns hier in Franken. Ganz verschiedene Bilder, die unterschiedliche Situationen versuchen zu beschreiben. Hier ist es die Gottesmutter Maria, die das Kind nach oben hält. Es gibt Darstellungen, wo Maria selber alleine dargestellt wird oder kniend und ihren toten Sohn auf den Händen haltend. Sie hat alles mit durchgemacht, was ein Mensch durchmachen muss. Gerade jetzt im Mai, wenn wir eigentlich gerne viele Maiandachten feiern und das vielleicht auch in diesem Jahr noch so eingeschränkt ist, weil Maria uns einfach gut tut. Sie berührt uns in den Gefühlen, in den Emotionen. Da tut es gut, sie auch ganz bewusst zu nutzen als jemand, die uns auf gute Art und Weise beeinflussen kann. Heute gibt es sogenannte Influencer. Influencer, meistens im Internet, die ihre Meinungen verbreiten, die Werbung für etwas machen, die eine bestimmte Überzeugung an möglichst viele Menschen herantragen wollen. Ich glaube, dass auch für uns Maria eine Influencerin ist. Sie kann uns beeinflussen. Allein schon mit ihrem eigenen Leben. Da ist zunächst mal ihr Mut. Als junge Frau kommt ein Engel zu ihr und sagt ihr, du wirst den Sohn Gottes in dir tragen. Wie soll das geschehen? Und trotzdem, sie ringt sich dazu durch zu dieser Entscheidung und sagt, ja, Herr, das will ich machen. Dann kommt da ihr unglaublich großes Vertrauen. Bei der Hochzeit zu Kana, als sie mit den Jüngern dort ist und merkt, die haben keinen Wein mehr. Und sie fragt gar nicht Jesus, ob er was machen kann, sondern sie sagt einfach allen anderen, was er euch sagt, das tut. Weil in ihr ein Vertrauen ist und sie weiß genau, er kann helfen, er kann etwas bewegen. Ein Vertrauen, das wir alle brauchen. Und dann kommt natürlich noch dazu ihre unfassbare Geduld, die sie hat. Alles auszuhalten, alles zu ertragen. Als Mutter steht sie unter dem Kreuz ihres Sohnes und hält das aus, all das Leiden, all den Schmerz. Das ist ein wahnsinnig großes Maß an Geduld. Mut, Vertrauen, Geduld. So beeinflusst sie uns, so will sie uns Mut machen. Und deshalb möchte ich uns allen noch ein Lied mitgeben. Ich habe das mal vor vielen Jahren in England kennengelernt und habe einen deutschen Text dazu geschrieben. Der Kehrvers ist auf Latein. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu. Gegrüßet seist du, Maria, der Herr ist mit dir. Stehe, ist mein Herz dir zugeneigt. Nimm diesen Tag, nimm meine Plag, die Liebe lebe in mir. Ave Maria, für mich, führ du mich hin zu Gott. Ah.
Sehe lächeln dein Gesicht.